Hallöchen, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es geht um Barfußlaufen und Barfußschuhe, meine ersten. Und eigentlich wollte ich dieses Video gerne draußen machen, aber es ist so windig, dass ich Angst hatte, dass ihr das dann nicht versteht mit dem Windgeräuschen und so. Deswegen bin ich jetzt doch drinnen und möchte dir so ein bisschen berichten. Ich habe jetzt im Februar angefangen mit dem Barfußlaufen. Und habe gemerkt, dass mir das so gut tut, dass ich das auf jeden Fall jetzt weitermachen möchte. Und ich erzähle dir kurz, wie es mir so ergangen ist. Also ich war ja Anfang des Jahres in Thailand und da habe ich halt angefangen, barfuß zu laufen. Bin die 3 Monate, die ich dort war, die ganze Zeit barfuß unterwegs gewesen. Und auch als ich zurückkam, war es dann in Deutschland so warm, dass ich die ganze Zeit, wo ich auf dem Land war, barfuß laufen konnte. Und das auch wirklich genutzt habe. In der Stadt war mir das irgendwie unangenehm, einmal wegen der Blicke der Menschen und auch ja der Asphalt und die Steine und so, war mir irgendwie nicht so richtig was. Da habe ich dann schon Sandalen angehabt. Und ja, was kann ich berichten? Also ich habe dann auch mit dem Ballengang angefangen. Das heißt, ich bin vorne aufgetreten sozusagen als erstes und nicht mehr mit der Ferse aufgekommen. Und ich habe beobachtet, dass, und das war eigentlich so der Anlass zu diesem Video, ich wechsle mal kurz meinen Arm, und zwar habe ich bemerkt, dass sich mein Fußbett durch diesen Ballengang, ja jetzt über ja, ein gutes halbes Jahr, total verändert hat. Und ich hatte früher ziemliche Plattfüße davor und durch dieses Barfußlaufen und durch den Ballengang wird halt die Fußmuskulatur wieder ganz anders aufgebaut. Und ich habe auch, das zeige ich dir gleich, wenn ich dir mal meine Füßchen zeige, die kleinen Zehen, die sind so nach außen gewölbt und also so nach außen gedreht. Warte mal, vielleicht ich schwenk mal nach unten, dann siehst du es besser. Ja, oh, das war jetzt wahrscheinlich schnell. Also die hier sind ja so nach außen gedreht. Jetzt der hier zum Beispiel schon gar nicht mehr so doll. Und das ist auch ein Ergebnis von dem Barfußlaufen. Und hier, wie gesagt, das Fußgewölbe, das sich wieder schön ausgebildet hat. Und auch hier hat sich mein Zeh begradigt. Also der war auch so ein bisschen nach da und auch der nach da. Und da gibt es so diesen Spruch, man sagt so, wenn dieser Bereich hier gerade ist, dann ist man auf seinem Weg. Oder auf meinem, ihrem Weg. Ja, und da war ich ganz begeistert, dass sich das alles so verändert und wieder ja, ausgebessert hat. Und früher war das bei mir so, dass ich eher so auf der Außenkante gelaufen bin. Also hier. Und ich denke, dadurch hat sich das auch mit dem kleinen Zeh so verändert. Auch habe ich sehr große Füße, 42 als Frau. Und als ich jünger war, war das noch ziemlich schwierig, da so große Schuhe zu finden. Und ich hatte dann immer zu enge Schuhe an. Und ja, die haben, glaube ich, auch dazu beigetragen. Und deswegen ist es umso schöner, dass sie jetzt halt, ich gehe mal wieder nach oben. Ja, dass sich das jetzt alles irgendwie wieder so stabilisiert oder wieder sozusagen in so eine Urform zurückfindet. Und ich habe auch gemerkt, dass sich durch den Ballengang meine Haltung verändert hat. Also, dass ich habe das Gefühl, dass ich halt aufrechter laufe, viel größer werde und auch meine Schulterpartie so nach hinten geht und dass ich wirklich eine ganz andere Haltung habe beim Laufen durch diesen Ballengang, ja, dass sich das irgendwie so verändert hat. Und das finde ich wirklich phänomenal und will ich auf jeden Fall weitermachen und weiter beobachten, wie sich das verändert. Ja, man sagt ja, dass durch diesen Ballengang halt nicht mehr dieser krasse Aufprall für die Wirbelsäule so ist. Das kann man so ausprobieren, wenn du Kopfhörer auf hast
und dann den ganz normal, also normal läufst sozusagen, wo die Ferse aufkommt, dann gibt es immer so eine Erschütterung im ganzen Körper. Und bei dem Ballengang, wo du eigentlich nur den Vorderfuß aufsetzt, ist es halt nicht so. Und das ist auch das Ursprüngliche, wenn du vielleicht mal ein Baby siehst, die anfänglichen Schritte, die laufen ja wirklich nur vorne auf den Ballen. So, das ist das Ursprüngliche. Und ja, und ich habe halt gemerkt, dass ich jetzt durch diesen Ballengang auch meinen Gang verändert, indem ich halt wirklich auch die Innenkante benutze, um einfach mehr Stabilität zu haben. Und das sehe ich auch so als Metapher oder kann das halt auch so in meinem Leben beobachten. Ich bin so ein bisschen außer Atem, ich weiß nicht. Ich habe lange kein Video mehr gemacht, wahrscheinlich bin ich da so ein bisschen aufgeregt. Und ja, dass ich halt früher nur an der Außenkante gelaufen ist, das habe ich immer so verstanden, dass ich mich dem Leben nicht wirklich anvertraut habe, dass ich mich der Erde, ja, so dem nicht richtig anvertraut habe, so dass, wenn du dir so vorstellst, nur auf den Außenkanten zu gehen, ist halt sehr instabil, ja. Und ich habe das auch immer bei den Schuhen gesehen, wie das Profil sich abgelaufen hat, so, ne. Das bringe ich wirklich mit dem Barfußlaufen in Verbindung, dass ich da einfach mehr Vertrauen habe und diese Erdung stärker da ist, ne? Dieses Anvertrauen, dieses Urvertrauen, dass das einfach stärker wächst. Und jetzt ist es schon seit einiger Zeit ein bisschen kühler und auch regnerisch und ich habe gemerkt, ich möchte gern weiter barfuß laufen und wollte daher mal Barfußschuhe ausprobieren. Und jetzt habe ich mir drei verschiedene Paar bestellt, von denen, die mir so optisch gefallen haben, beziehungsweise wo ich ein richtig gutes Laufgefühl hatte. Und da möchte ich dir kurz zeigen, was für Modelle ich da habe. Es sind einmal Vivo Barefoots und einmal die Leguanos. Und genau, ich werde jetzt mal dir die kurz zeigen und dann dir erklären, warum ich mich für welches Paar entschieden habe oder gegen welche Paare ich mich entschieden habe. Okay, legen wir mal los. Ich zeige dir mal die Schuhe. Also, ich habe hier einmal die Leguanos. Ich habe mir die Classic bestellt. Die sind ganz schön verpackt in so einem quadratischen Kästchen. Ich liebe Quadrate. Und die sind auch, hoch, jetzt sieht man es gar nicht so gut, so eingerollt, also die sind wirklich sehr beweglich. Und dann habe ich hier noch zwei Paar von den Vivo Barefoots. Zwei Modelle, das sind einmal hier so festere, weil ich dachte, ja, jetzt kommt der Herbst, ich probiere die mal. Und das dritte Paar sind diese hier. Die sind eigentlich für den Frühling, aber ich fand die irgendwie so, sie sahen so gut aus. Und ja, ich zeige euch die jetzt gleich mal, wie ich die angezogen habe. Und noch kurz zum Bestellvorgang. Also hier bei diesem Vivo Barefoot fand ich richtig cool. Deswegen habe ich mir zwei Paar bestellt und dachte auch, dass das ein, ja, das hat mich eingeladen, die auch wirklich auszuprobieren. Und zwar, dass man die halt wirklich auch zurückschicken kann, wenn sie einem nicht gefallen. Da gibt es dann hier so ein Retourschein gleich mit dabei. Man hat 30 Tage Zeit und kann ganz in Ruhe sich entscheiden. Das Wichtige ist nur, dass man die nicht draußen testet, sondern nur drin und da einfach schaut, wie sich die anfühlen. Und jetzt probiere ich die mal an und zeige dir die mal, wie die an den Füßen aussehen und was sich da gut anfühlt. Als erstes habe ich mir mal Söckchen angezogen, weil ich ja noch nicht weiß, welche ich nehme und ich die ja gegebenenfalls zurückschicken will, habe ich mir jetzt Socken angezogen. Das kann man ja auch in Barfußschuhen. So, jetzt habe ich die Leguanos mal aus der Verpackung geholt. Und ihr könnt schon sehen, die sind wirklich sehr biegsam und die Sohle ist wirklich sehr beweglich. Und Leguanos heißen die, weil die hier diese Noppen haben. Wie die Leguane auch an ihren Füßen sozusagen. Und jetzt ziehe ich die mal an. Wie gesagt, das sind die Classic.
Und so sehen die angezogen aus. So, jetzt habe ich sie angezogen. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so schick mit meinen Söckchen, aber hier, du kannst sehen, die so hoch sind die ungefähr. Also hier ist mein Knöchel und dann einfach noch so hoch. Ich dachte, für den Herbst ist das ganz gut, weil die dann so warm sind. Und ja, die Noppen, wie gesagt, total beweglich. Und wenn ich jetzt so ein bisschen umherlaufe, merke ich halt, ich habe so voll das, ja, gute Gefühl, also als wenn ich wirklich barfuß laufe. Dadurch, dass die Sohle so flexibel ist und sich so gut bewegt hier, hoch und runter, in alle Richtungen drehbar. Also dadurch ist natürlich nicht so viel Halt wie in anderen normalen Straßenschuhen. Aber es geht uns ja, oder es geht mir ja um das Barfußgefühl und um, ja. Und da sind die wirklich, fühlen die sich gerade richtig gut an. Sind wie Socken eigentlich. Hier, das ist ja so ein ganz dehnbares Material auch, wirklich wie Socken. Und diese Leguano-Schuhe sind zu 99,5% vegan. Ich habe da mal im Internet nachgeschaut. Sie meinten, dass 0,5% in den Sohlen irgendwas Tierisches drin ist. Ja, diese 0,5% nehme ich, würde ich in Kauf nehmen. Ich werde jetzt erst nochmal die anderen anprobieren, wie mir die gefallen. Und dann werde ich mich entscheiden. Ich hatte hier übrigens überlegt, ob ich die Sneakers nehme. Die wären dann unter den Knöchel lang gegangen. Aber da gab es nicht so coole Farben. Und ja, jetzt habe ich mir erstmal die bestellt. Übrigens war es kein Problem, die Größe 42 zu bekommen. Das ist total cool bei allen Schuhen im Barfußbereich. So, jetzt habe ich hier die Vivo Barefoots an, diese schwarzen, die so ein bisschen für den Herbst vorgesehen waren, in der Packung dabei. Es sind noch hier so andersfarbige Schnürsenkel. Bisher gibt es hier so schwarze und die Oberfläche ist so ein bisschen, sieht so ein bisschen aus wie von Turnschuhen. Und, wartet mal, wie heißt das Modell? Ich guck mal kurz. Das sind die Vivo Barefoot Gobi 2 Ladies Swim Run. Also auch wahrscheinlich für den Sport geeignet. Hier seht ihr das Profil. Die sind etwas fester in der mit der Sohle. Und man soll ja in diesen Barfußschuhen wirklich nur den Ballengang machen und nicht normal laufen. Und ich habe halt gemerkt, jetzt hier beim Rumlaufen, dass, ja, dass mir das so ein bisschen zu fest ist. Also ich konnte ganz leicht reinschlüpfen, das war schön. Aber beim Laufen, diese Sohle hat so 3 mm, hier stand es gar nicht dabei bei den Leguanos. Aber das ist ganz schön, ja, viel. Also dick, so vom Laufgefühl. Ich hatte auch schon mal noch so ein anderes Paar an von den Vivo Barefoots und hatte da auch schon so, fühlt sich gar nicht wie barfuß an. Aber wahrscheinlich sind die Sohle ist natürlich viel dünner als die von normalen Schuhen, sag ich mal. Gerade ist mir noch was aufgefallen hier. Das ist so der Verpackungsmüll, der da entsteht. Das ist ja immer beim Online-Kauf, ne? Bei den Leguanos hast du halt einfach nur diesen kleinen quadratischen Karton. Und hier sind die Schuhe halt schon noch so ausgestopft, was halt noch ein bisschen mehr Verpackungsmüll verursacht. Jetzt ist es draußen ein bisschen dunkel geworden. Ich hoffe, ihr seht es trotzdem noch. Die gefallen mir optisch nicht so gut, aber das ist ja immer Geschmackssache. Gut. Und ja, okay, dann probiere ich mal das letzte Paar. So, jetzt habe ich hier das letzte Paar an. Wartet. Das heißt, Vivo Barefoot Rift Lady Eco Süd. Und die sind eigentlich so, waren so für den Frühling vorgesehen, aber das war mir eigentlich ehrlich gesagt egal. Die haben so eine schöne rote Sohle und die, wenn ihr meine Videos seht, dann wisst ihr vielleicht, dass ich Rot sehr mag, weil ich oft rote Klamotten anhabe. Die gefallen mir optisch echt am besten. Die haben so eine sandfarbene
Wildlederoptik. Beide Paare von Vivo Barefoot sind vegan zu 100%. Da war es möglich. Und vom Laufgefühl ist es halt genauso wie bei diesen anderen Vivo Barefoots. Die Sohle ist 3 mm dick. Und ja, leider habe ich hier nicht so dieses typische Barfußgefühl, wie wenn ich keine Schuhe an hätte. Ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt oder weiß ich nicht. Also das sind jetzt die drei Paar, die ich bestellt habe. Einmal hier diese Herbstschuhe von Vivo Barefoot, die Frühlingsschuhe in Sandfarben und die Leguanos. Hier ist übrigens der Verpackungsmüll von diesen Frühlingsschuhen. Nicht ganz so viel wie bei den Herbstschuhen, aber auch noch mehr als bei den Leguanos. Genau, aber die Entscheidung für mich ist gefallen. Und zwar, das erzähle ich euch mal lieber direkt. Guckt das Kabel. Ist nämlich der Akku alle gegangen. Ja, die Entscheidung möchte ich euch jetzt persönlich sozusagen mitteilen. Also ich möchte mir die Leguanos letzten Endes kaufen. Die schwarzen, die so sind wie Socken, weil ich da wirklich dieses Barfußgefühl so habe, als wenn ich keine Schuhe an hätte. Und deswegen fällt meine Entscheidung da drauf, auch wenn mir optisch diese Frühlingsschuhe von Vivo Barefoot am besten gefallen. Aber in diesem Fall geht es nicht um das Äußere, sondern wirklich um das schöne Gefühl. Ich habe die angezogen und hatte ein super Laufgefühl und ich mag die Beweglichkeit in diesen Socken sozusagen. Und deswegen habe ich mich für diese Schuhe entschieden. Und das sind auch die günstigsten von den drei Paaren. Die kosten 79 Euro. Und das ist jetzt hier kein Produktvideo, wo ich bezahlt werde oder so. Das wollte ich nur nochmal dazu sagen. Es ist einfach, ja, weil ich selber halt gerade in diesem Entscheidungsprozess bin und vielleicht auch die eine oder der andere von euch. Und deswegen wollte ich dich daran teilhaben lassen. Also ganz unabhängig, einfach meine ganz persönliche Meinung. Und ich möchte betonen, dass natürlich jeder irgendwie das selber entscheiden muss, ist klar. Aber das sind jetzt sozusagen meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe und vielleicht hilft dir das ja. Und ich freue mich schon, wenn ich dann wieder, wenn es wärmer ist oder ich im Warmen bin, einfach wirklich tatsächlich wieder 100% barfuß laufen kann. Weil die Schuhe, ich habe mich auch eine Weile gewehrt, weil ich so dachte, ach, jetzt gibt es wieder so einen Markt dafür und so. Kannst du wieder was kaufen oder musst du wieder was kaufen. Aber ja, für den Übergang ist es schon ganz gut. Da kannst du auch Socken reinziehen und so, wenn es halt wirklich mal draußen kälter ist. Genau. Ja, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen ein paar Hinweise geben, wenn du selber im Entscheidungsprozess bist. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir viel Freude beim Barfußlaufen. Ciao!